zeigt aber auch, wie dumm Künstler sind. Weil das sind diese Standardverträge, die dann halt zwischen Label und Künstler geschlossen werden. Und, wer das unterschreibt, der ist auch nicht der. Wer dann, wenn der Typ von Radiohead, wenn Radiohead sagt, wir wollen unsere Musik ja nicht haben, weil da bleibt zu wenig übrig, dann frage ich mich, welcher Vollidiot die Verträge gemacht hat. Wirklich. Also Radiohead haben einen Vertrag, der hat angefangen, da gab es noch kein Spotify. Und das heißt, in diesem Vertrag, den Radiohead hat, steht nichts von Streaming. Das heißt, sobald eine Streaming-Firma eine neue Art von Vertrieb aufbaut, sagt das Label zu dem Künstler, hier, es gibt eine neue Art. Wir müssen einen neuen Vertrag über diese neue Art machen. Wer dann so einen beschissenen Vertrag macht, dass er mit 0,10% abgespeist wird, da frage ich mich echt, wo leben wir? Und dann meckern immer alle, die blöden Majors, ich auch, ständig. Aber wer einen Vertrag mit den Majors macht, der so schlecht Streaming bezahlt in der heutigen Zeit, der ist einfach dumm. Weiß ich das noch? Weil das auch zunehmen wird in Zukunft? Also wenn man nach Deutschland schaut, sind die Streaming-Zahlen im Vergleich zum Beispiel in den skandinavischen Ländern noch viel, viel niedriger. Also in Dänemark, Schweden sind, glaube ich, 90% der Hörer Content auf Streaming, was Spotify. Deutschland und Japan machen. Ja, wir sind, glaube ich, sogar bei 40% oder so. Die CD-Verkäufe sind ganz hoch angewiesen. Es ist völlig klar, dass das die Zukunft sein wird, bis der nächste komische Kram erfunden wird, natürlich. Das wissen wir ja nicht. Es ist völlig klar, dass Spotify und Screening ist einfach ein tolles Prinzip. Es ist völlig klar für Menschen, die sich nicht ganz tief in Musik rein interessieren wollen, ist das Tollste, was es gibt. Und verdammte Scheiße, die meisten Menschen wollen Musik hören, konsumieren und nicht das Anfassen und das Lesen, was steht und da. Das war auch früher nicht anders. Der Prozentsatz an Menschen ist immer der gleiche geblieben. Nur die, die keine Ahnung haben und einfach nur konsumieren wollen, haben einen wunderbaren Zugang zu haben. Und insofern ist das die Zukunft von allem. Das ist völlig klar. Und wenn man mal guckt, kein Mensch weiß es ja genau, aber wenn man mal guckt, wie diese 9 Euro, die in der Skandinavien gezahlt werden müssen für einen Monatsabo, bei Spotify, wie die verteilt sind, das ist gar nicht so schlecht. Spotify verdient fast gar nichts, die machen ja Minus, jeden Monat machen die Millionen. Die Major Labels kriegen einen riesigen Haufen Kohle. Weil sie Verträge ausgehandelt haben, wo man sich auch wieder fragt, wer macht das? Die kriegen Vorschüsse, die nicht eingespielt werden und behalten das Geld. Das wird aber nicht an die Künstler verteilt. Das wird dann in den Privatjet verteilt, der wieder gekauft wird. Das heißt, es bleibt genug. Ich glaube, die Major, als Label kriegt man 6 Euro von den 9 Euro, wenn man es mal so umrechnen würde. Kannst du auch den Künstler 3 Euro abgeben. Schon ganz gut. Yes.